Gar nicht so verschmutzt, wie ich dachte. Erst überlegt, mit der Hohlmaschine durchzugehen, aber das ist ein 1,4er. Die Kurven kippen sowieso. Ja, das lässt sich bei dem, glaube ich, nicht vermeiden. Ja, moin zusammen. Wie man sieht, wir gerade am Durchordnen. Verteilergetriebe ist auch eingelagert. Ja, was sich so alles ansammelt, ne? Ist halt so. Ne? Man flext irgendwas raus, legt es erstmal zur Seite, wo man die Form vielleicht noch braucht. Ne? Ein Reparaturblech, was ich noch nicht eingeschweißt habe. Ja, ja. Erstmal das Werkzeug wieder aufgehängt. Und irgendwie ist der 15er Schlüssel verschwunden. Keine Ahnung. Wo der hin ist. Wer braucht einen 15er Schlüssel? Ich habe keine Ahnung. Naja, egal. Wird sich schon wieder einfinden. Nein, heute geht es nicht zum Volvo. Heute fahren wir rüber und setzen den Zylinderkopf auf den Golf. Ja, reinigen die Auflageflächen und dann aufsetzen. Neue Zylinderkopfdichtung. Neue Schrauben. Alles gestern gekommen. Die anderen Teile kommen wieder ein bisschen später. Ne? Selbst die Zylinderkopfschrauben sind schon wieder aus Flensburg angereist. Es ist im Moment echt, wenn du Teile brauchst, schwierig bis katastrophal. Ja. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, da sind wir jetzt am Originalzylinder. Am Block meine ich. Jetzt haben wir natürlich ohne Ende Ablagerungen da dran. Mal gucken. Da haben wir was mitgebracht. Oder wie der Fernsehkoch sagt, ich habe da schon mal was vorbereitet. WD-40 ist übrigens kein Schmiermittel. Ne? Nicht verwechseln. Ist auch kein Rostlöser. Das ist ein Schleifpad. Hast du einen scharfen Schaber da, eventuell, für die ganzen anderen Reste? Wahrscheinlich nicht, ne? Oder ein Cuttermesser? Ich mal dran denken können jetzt. Ich hab kein Pelz jetzt. Könnte eventuell helfen, ja. Versteht sich natürlich von selbst, dass wir hinterher das Kühlsystem immer spülen müssen, ne? Weil das hier ist ein Wassermantel, ne? Aber lieber ein bisschen von dem WD-40 im Wassermantel als hinterher eine dreckige Oberfläche in Bezug auf die Zylinderkopfdichtung. Und nach 5 Minuten hat der Kunde wieder Ärger mit dem Motor. Das muss ja nicht sein. So ein Motor kann ja auch funktionieren, ne? Über längere Zeit. Wie gesagt, das nimmt kein Material runter, ne? Also da braucht man sich keine Sorgen zu machen. Wir gehen hier nur rein an den Dreck. Erst lösen hinten. Ja. Ja, wenn möglich nicht verkanten.
So, mal gucken. Sieht man schon ein bisschen mehr. Die erste Zylinderkopfdichtung ist das definitiv nicht. Der Motor war schon mal auseinander. Und das Dichtmittel ja gesehen. Und hier sind die Spuren von der Zylinderkopfdichtung davor. Noch drauf. Zu Deutsch. Auch das waren sagenhafte Experten. Exakt genau wie diejenigen, die behauptet haben, vor 2 Jahren ist ein neuer Zahnriemen reingekommen. Gar nicht so verschmutzt, wie ich dachte. Erst überlegt, mit der hohen Maschine durchzugehen, aber es ist
ist ein 1-4er. Die Kurven kippen sowieso. Ja, das lässt sich bei dem, glaube ich, nicht vermeiden. Zu Deutsch, ich gehe da mit der hohen Maschine durch und später sehe ich auch Spuren da drin. Das ist. Hatten wir mit einem AKQ oder wie die Dinger heißen, aus dem Polo 6N2 hatten wir das auch schon mal. Der ging zur Motorüberholung, haben wir Mist gebaut, wir haben wirklich Mist gebaut. Mit der Zylinderkopfdichtung haben die nicht richtig festgekriegt. Aus irgendwelchen Gründen, ich habe keine Ahnung, vielleicht waren die Dehnschrauben irgendwie blödsinnig oder so. Oder wir haben irgendwas vergessen, ich weiß es nicht mehr. Haben das Ding runtergenommen, der war frisch, gehohnt und da war ein neuer Kreuzschliff drin, alles, ne? Der war schon wieder voll mit Laufspuren. Die Kolben kippen jedes Mal bei diesem Motor. Den hätte sich VW echt sparen können. Das Witzige ist ja, der 1.6 16V hält ewig um 3 Tage. Bei Ares stand mal ein Golf. Knapp 400.000 runter. Erster Motor. Bitte? So was stand da ja schon öfters mal. Ja, ja. Aber die 1.4 16V, ich weiß nicht, was sie da, also mit der Motorgeometrie, das passt doch von vorne bis hinten nicht. Da muss ich ja ganz ehrlich sagen, da zeigt ja Opel, wie es geht, ne? Bei den 1.4 16V, die im Tigra und im Corsa waren, ne? Kein Ärger. Überhaupt nicht. Du hast auch noch so einen hier rumstehen, ne? Ja. Ja, ich sag ja, die halten 400.000, kein Ding. Und die hier ständig Ärger mit diesen kippenden Kolben. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht haben sie Gummipleuel genommen, ich weiß es nicht. Das scheint einfach nur noch eine Verfärbung zu sein. Das kriegt so nicht weg. Hier fühlt man auch nichts mehr. Auch nur Verfärbung. Ja, ich glaube, dann haben wir es. Die Kolben sind auf jeden Fall freigängig. Ja. Freigängig auf allen Seiten, weil jemand meinte, so von wegen, die Kolbenringe könnten einen abgekriegt haben durch den Schlag hier oben drauf. Die Federn, die anderen zwei. Das Geräusch ist übrigens jetzt nicht das der Kolben. Hier schleift was. Hat Bewegung, Feder zurück, hat Bewegung, Feder zurück. Ja, also die Kolbenringe haben nichts abgekriegt, Gott sei Dank. Das hätten wir jetzt echt ein Problem und dürfen wir auch die Kolben umstecken, da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Also dann ist dann auch mal vorbei, ne? Das soll ja bezahlbar bleiben, ne? Wenn wir jetzt auch den anderen Motor auseinandernehmen, aus den beiden Motoren 2 machen, ne? Dann sind wir hier bei einer üblichen Reparatur in Ghana. Das ist dann doch ein bisschen schwierig. So, dann kommen wir jetzt zur Zerlegung des anderen Motors. Hier sehen wir das Diagramm. Wir fangen auf der 10 an zu lösen. 9, 8, 7, wie man hier sieht, ne? Anzug ist dann von innen nach außen. Ja. Nur falls irgendjemand wieder meint, dass wir das falsch machen.
der Kopf war definitiv. Der Kopf war definitiv auch schon mal runter, ja. Ja, die war schon los. Okay. Ja, die packe ich sowieso draußen. Ach, zu Hause baue ich die nochmal komplett auseinander. Der klebt jetzt hier noch fest. Wo ist der Fett nochmal? Hier. Ja. Gute Kopflichtung. Ja, warte mal. Die haben wir gerade rausgezogen. Achso. Welche Richtung? Die? Die. Okay. Na. Ja, Kolben sind auch das gleiche, ne? Das wäre es jetzt noch gewesen. Wenn ein Kolben kaputt gewesen wäre, der hat noch welche. Aber ne? Neuteile sind bei dem Budget nicht mehr drin. Aber Gott sei Dank sind die Kolben sehr offensichtlich noch gut bei dem anderen. Also von daher, Zünderkopfdichtung sieht echt gut aus. Ja. Nee, der Motor lief auch einwandfrei, also der hatte richtig Druck. Gut, dann wollen wir mal gucken, dass wir den Kopf sauber kriegen, die ganzen Anbauteile da runterrupfen. Den haben wir jetzt hier stehen. So, Thermostat runter. Okay, passt. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second, this life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession. You got the retention, I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, oh! You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they drive the chains, you can say no, free me.
So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race, life is a chase, I don't want a place. I want to be first, work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions in the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off, I'ma break off from the weak minds. They can stay soft. You can change lives, you create thoughts, never waste time. You got one. Ja, das soll reichen, ne? Ja, den ganzen Krempel, den man hier noch sieht, zumindest ist der Motor mit einem vernünftigen Kühlmittel gefahren worden, wie man sieht. Ich habe das auch schon schlimmer gesehen, dass das wirklich reingefressen war. Aber hier sind die ganzen Kanäle schön scharf. Nichts ist ausgefressen. Immerhin vernünftiges Kühlmittel. Ja, das einzige Ölkohle auf den Ventilen. Holt euch mal näher. Aua. Wenn ihr wissen wollt, warum Ventile wegbrennen. Das hier. Seht diese Planke da auf dem Ventil. Und zwar fängt diese Ölkohle bei höherer Beanspruchung fängt diese Ölkohle hier an zu glühen. Genauso wie die da. Und wenn die anfängt zu glühen, mit der Zündung im Zusammenhang und der Verdichtung, brennt euch das Ventil weg. Deswegen müssen wir die Ölkohle jetzt auch noch wegmachen. Mal gucken, dass der Motor da vernünftig läuft. Ich tippe mal, bei beiden Motoren hatten wir ein Problem mit dem Temperatursensor, der lief nicht beide zu fett. Die waren beide schwarze, hatten beide schwarze Kolben, ne? Ja. Beide komplett schwarze Kolben. Ich denke mal, die liefen beide zu fett. Temperatursensor, der Klassiker bei VW, ne? Die Motoren laufen eigenermaßen, aber im Winter gerade merkt man, dass das die Dinger räuchern ohne Ende. Färbung. Ich werde jetzt nicht anfangen hier zu schleifen oder sowas in der Richtung. Wie gesagt, wir müssen im Budget bleiben. Also werden wir jetzt nicht anfangen, den Kopf zu planen. Deswegen haben wir ja auch nach Vorschrift gelöst. Also nach Reihenfolge. Gut. Ich glaube, Sauter kriegen wir nicht an dem einen Holzding vorbei. Ne, oder? Wir wissen es nicht. Wir werden sehen. Okay, Zylinderkopfdichtung ist drauf. Die Noppen sind drauf. Nochmal zum Mitschreiben. Zylinderkopfschrauben haben natürlich im Block Sacklöcher. Ist da noch Flüssigkeit drin? Hydraulik, Knack, Ende. Das war jetzt die Kurzzusammenfassung. Da. Gibt ja nicht viele Möglichkeiten, wie die passen könnte. Mal Kopf einmal abputzen.
So, Zimmerkopf drauf, nochmal abputzen. Richtig sauber machen, mache ich das erstmal später. Aber zumindest zum groben Dreck mal eben runter. Ihr alle gleich lang, ne? Ja. Ganz groß. Aha. So, die drehen wir jetzt erstmal handfest. Grüß Gott. Na? Wo ich jetzt ein bisschen eingeräumt? Unglaublich, dafür mache ich denn sowas. Ein Zylinderkopf. Das hatte ich schon beim Zusammenbau. Ja. Geht das nicht mit dem? Das ist Kupplungsfarb. Ja, mit der Kupplung. Ach, Kupplung muss da. Also, leider, ja. Nö, der muss jetzt noch wieder zentrieren. Auch du. Ja. Und hinterher stellt man fest, die Kupplung ist kaputt oder so. Das wollen wir gar nicht wissen. Und noch kein Zerbieter. Nee, die passt nicht. Ist wieder anders, ja, ich sehe schon. Ja, ich sage, alle 5 Minuten haben sie bei VW irgendwas anderes gemacht, echt. Ja, VW ist schon immer so gewesen. Auch bei Golf 2 und so. T4, ganz schlimm. Wie viele Bremssysteme sie da eingebaut haben. TRW und weiß der Teufel und ATE und Schlag mich tot und Hopswasser. ATE und HPP. Ja. KPD habe ich auch mal gehört. KPD. Ja, sind rote Bremsen. Jetzt haben wir noch umgangs vernünftig die Ölwanne wechseln. Drehmotor ran machen. Aber dann ist jedes so lange. Also mein Land Rover Motor ist, hat er ausgehalten. Ich habe ja gesehen am Video, ja. Gar nicht schlecht. Die beiden Sachen für 250? Ja. Der Anleitung. So, hier rausstellen. Ein Notenblatt. So. So. Eins. Ich arbeite lieber langsam nach außen. 5, 5, 5, 5 da. 5. Wahrscheinlich die, ne? Ja, 6. So, jetzt fangen wir nochmal von vorne an. Ne, schon wieder falsch rum. 1,
Die setzt sich ja, ne? Ja. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Passt. So, jetzt kriegt er 290 Grad. Jeder. Sechs. Sieben. Acht. Neun. So, zweite Runde. Neun. Wird irgendwie schwerer, keine Ahnung wieso. Ja. So, Zylinderkopf, Dichtung, gewechselt. Mit Zylinderkopf. Das war's. Ja, war doch ein erfolgreicher Tag. Oliver baut jetzt den Motor wieder ein in den Golf. Komplettieren mache ich hier. Zahnriemen auch, weil er braucht noch ein bisschen bis hierhin. Ja, ist gerade wie gesagt mit den Fahrzeugteilen ist es ein bisschen nervig. Wirklich nervig. Aber naja. Was will man machen, ne? Kann man nichts machen. Da guckst du nur. Ja, das ist der Sonnenuntergang, den wir heute hier zu bieten haben. Mehr ist nicht. Ja, auf der anderen Seite läuft die ein Konzert von der kulturellen Landpartie. Da läuft ein Hase übers Feld. Kulturelle Landpartie könnt ihr gerne mal googeln. Ist im Wendland ziemlich weit verbreitet. Also was Veranstaltungen betrifft, ne? Kunst. Ne? Es sollte ganz interessant sein für Leute, die mal so einen Ausflug in die Gegend machen. Für dieses Jahr ist natürlich vorbei, aber nicht schlecht. Ja, ich habe auch keine Ahnung, was sie da gerade singen. Letztes Jahr war hier ständig irgendwas mit Rolling Stones. Das fand ich schon mal gut. So, der geht Montag auch zurück zum Besitzer. Der lässt das von einem Kumpel machen, denke ich. Also hat er so gesagt, ne? Den Rest lässt er vom Kumpel machen. Räder hat er bestellt, neue. Für die Alufelgen. Das sind jetzt die Winterreifen, ne? Der war, glaube ich, achtfach bereift, als wir den geholt haben, ja. Ja, für die Alufelgen gab es schon 4 neue Reifen, hat er jetzt gekauft. Die kann er draufpacken, dann die Bremsleitung ein bisschen entrosten, Wachs drauf und ja, die Lampe auf der Fahrerseite war auch noch irgendwas, ne? Ja, und die Bremse nachstellen. Wie gesagt, alles, ne? An einem Tag ganz bequem locker zu machen und ich hätte es jetzt nicht hingekriegt, ne? Ich habe den Golf da stehen. Ich habe noch ein anderes Projekt da stehen. Wir mussten noch ein Auto holen, also transportieren, ne? Ein reiner Transport. Nichts für den Kanal. Ne? Manche Leute wollen einfach ihre Autos nicht auf dem Kanal sehen.
muss man respektieren. Ne? Gut. Dann wollen wir mal gucken, soll ich es zu essen kriegen? Ich glaube, da liegt irgendwo noch Pizza rum. Ja, die werde ich mir jetzt gleich mal einverleiben. Ich wünsche euch einen sanften Start in die Woche und lasst euch nicht ärgern. Ne? Bis zum nächsten Video.